Herzlich willkommen zu einem sicherlich sehr interessanten Gespräch mit Professor Dr. Gerald Hüther. Schönen guten Morgen, liebe Frau Giuliani. Und es macht Spaß. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, absolut. Wunderbar. Liebe Grüße aus Wien, nach wohin genau? Ich wohne jetzt mit meiner Frau in einer Kleinstadt zwischen Göttingen und Kassel. Das ist ziemlich in der Mitte von Deutschland. Und diese Stadt hat diesen wunderbaren Namen, der so gut in unsere Zeit passt: Witzenhausen. Und von dort strahlt Ihr Licht überall hin und Ihre Bücher, die Sie geschrieben haben. Vielen Dank dafür. Ich würde gleich losstarten. Wir haben uns grundsätzlich für dieses Gespräch den Titel überlegt: Etwas mehr Hirn, bitte, liebe Politiker. Und Sie schreiben in Ihrem ganz neuen Buch, das den Titel trägt: Wir informieren uns zu Tode, den Satz: Wir leben in einem Zeitalter der Verwirrung, das alle Anstalten macht, die freiheitlichen Demokratien in ihren Grundfesten zu erschüttern. Was genau meinen Sie damit? Ja, ich bin ja, das bin ich immer dankbar, dass ich das mal sagen darf. Ich bin ja eigentlich kein Politiker, ich bin ja Biologe. Und als Biologe, der dann Neurobiologe geworden ist und damit so Hirnforscher, weiß ich ja, dass Zellen, dass alles, was lebendig ist, muss sich austauschen können. Die müssen Informationen austauschen können. So dass also eine Nervenzelle Botenstoff abgibt, die andere Nervenzelle kriegt das ab und dann weiß sie, aha, ist ein Signal gewesen, muss ich irgendwas tun. Und diese Informationsübertragung ist die Voraussetzung dafür, dass was lebendig ist. Und die funktioniert nicht, wenn alle durcheinander brüllen. Und deshalb sind wir im Augenblick in einer sehr misslichen Situation angekommen, nämlich dass es so viele Menschen gibt, die irgendwelche Informationen verbreiten und dass es auch so viele Menschen gibt, die alle möglichen Informationen dann auch weiterleiten oder sie wie Schwämme anziehen, mit dem Ergebnis, dass man gar nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist oder noch besser, Genau. richtig und falsch kriegt man ja sowieso nicht raus, aber dass die Leute noch nicht mehr wissen, was für sie persönlich wichtig ist an diesen vielen Informationen. Das ist das Zeitalter der Verwirrung. Ich weiß angesichts des vielen, was es gibt, nicht mehr, worauf es ankommt. Und das ist gefährlich. So eine Zeit ist eine sehr gefährliche Zeit. Informationsflut hat definitiv das Potenzial, krank zu machen, wie Sie hier auch schreiben. Aber ist es nicht vielmehr diese mediale Gehirnwäsche, die durch das viele Informieren passiert und die in gewisser Weise auch unsere emotionalen Ebenen missbraucht? Also ist es nicht eine Überlastung unserer Emotionen, unserer Gefühle? Das wollte ich eben noch sagen, in einer solchen Zeit der Verwirrung, die ist deshalb so gefährlich, weil Menschen dann nach Halt suchen. Das heißt, die wollen jetzt, wissen ja nicht, wo es lang geht, und jetzt warten sie darauf, dass jemand ihnen sagt, was in ihrer Not, was sie nun tun sollen. Also aufgescheuchte Hühner brauchen einen Hahn. Das hört sich jetzt ganz komisch an, jetzt muss ich aufpassen, dass ich Na? in die Geschlechterdiskussion gerate. Also wenn Menschen in Situationen geraten, wo sie sehr unruhig werden, weil sie nicht mehr wissen, wo es lang geht, weil sie Angst vor der Zukunft haben, weil sie Angst vor einem Virus haben oder Angst vor Bedrohungen anderer Art, Ja. entsteht eine Unruhe in der Gesellschaft, Verunsicherung. Und das erhöht die Neigung der Menschen, nach jemandem zu schauen, der ihnen Halt und Sicherheit gibt. Und das führt dazu, dass sie sich dann an Personen orientieren, die dann so tun, als wüssten sie genau, wo es lang geht. Das ist der Grund, weshalb jemand wie Trump oder Orban und andere, auch wahrscheinlich der Putin, also autoritäre Führungskräfte in der Politik haben immer dann Konjunktur, wenn die Leute nicht mehr wissen, wo es lang geht und froh sind, dass endlich einer kommt. Also wir in Deutschland können ja mit unserem Hitler damals ein Lied davon singen. Das war ein ziemliches Durcheinander und der kam sozusagen genau zum rechten Zeitpunkt. Und man könnte auch sagen, der wäre ja nie in diese Position gekommen, wenn dieses Durcheinander in der Gesellschaft nicht so groß gewesen wäre. Und jetzt zu Ihrer Frage. Und heute kommen eben nicht nur Politiker, heute kommen ja auch Medien und verschaffen sich Geltung, indem sie Ratschläge verbreiten, wie man einem solchen Durcheinander zu begegnen hat. Und wenn diese Medien dann mit den Politikern, die auch genau zu wissen vorgeben, was man zu tun und zu lassen hat, auch noch so eine enge Allianz eingehen, dass man kaum noch was anderes hört als das, wird es hochproblematisch. Da haben Sie recht, ja.
Wie kann man Menschen hier Unterstützung und Hilfe geben? Weil im Prinzip ist ja das, was Regierungen möchten, eher so ein Kollektivismus. Aber das Individuum, der individuelle Mensch, tritt hier in den Hintergrund. Der braucht aber Selbstvertrauen und die Wahrnehmung von ihm selbst, damit er hier zurechtkommt. Wie kann man das Individuelle stärken? Sie werden das merken im Laufe unseres Gespräches, dass ich einfach immer wieder darauf hinweise, die Politiker gibt es nicht und die Politik schon gleich gar nicht und den Staat auch nicht und auch nicht die Bevölkerung, sondern das sind alles einzelne agierende Menschen mit einem Hirn. Und da ist, ja, und das ist mehr oder weniger komplex geworden. Manche hatten die Chance, dass das durch glückliche Umstände und besonders vielfältige Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens machen durften, haben sie gelernt, mit sehr vielen unterschiedlichen Problemen auf jeweils adäquate Weise zurechtzukommen, also Lösungen zu finden, die vielfältig sind und dann auch eingesetzt werden können, um mal eine etwas kompliziertere Situation zu lösen. Und manche haben mit ihrem Hirn eben doch nur Gelegenheit gehabt, immer wieder so dieselben Lösungen und Lösungsmuster einzuschlagen und die haben dann etwas weniger komplexe Verschaltungen da oben in ihrem Hirn. Und wenn es problematisch wird, dann kommen die immer mit denselben Lösungen. Und jetzt ist das Problem, dass man sich fragen muss, warum, also was haben denn die Politiker eigentlich für ein Hirn? Haben die ein komplexes Hirn, mit dem sie auf viele Dinge Rücksicht nehmen und vieles gleichzeitig bedenken können und vieles auch zusammendenken können? Oder haben die doch eher ein Gehirn, was sie die ganze Zeit benutzt haben, um in ihrer Parteikarriere geradewegs und möglichst schnell vorwärts zu kommen? Wir wollen das jetzt nicht beantworten, aber ich glaube, man kann das ahnen. Und deshalb sind das nicht die Politiker, sondern es sind Menschen, die mit ihren bisherigen Strategien sehr erfolgreich unterwegs waren und deshalb in Machtpositionen geraten sind, die sie dann auch gerne ausfüllen. Und wenn eine verunsicherte Bevölkerung nach Führung ruft, sind das natürlich dann die Letzten, die diese Gelegenheit sich entgehen lassen, sondern die melden sich dann und sagen, ich weiß, wie es geht. Das, was wir da jetzt im Augenblick besprechen, ist sehr problematisch, weil sowas ist ja kein Zeichen von Stärke, wenn man sich freut darüber, dass die Menschen einen brauchen und man sie führen kann. Also Führungspersönlichkeiten brauchen wir schon, aber bitte nicht solche, die nicht ihre Führung dazu nutzen, die Bevölkerung oder ihre Angestellten oder ihre Mitarbeiter in Situationen zu bringen, wo die immer mehr in die Lage kommen, Führung für sich selbst zu übernehmen. Also Selbstverantwortung. Je mehr sie als Politiker mit ihren Maßnahmen den Menschen helfen, nicht mehr selber nachdenken zu müssen und sich ihr Leben nicht selber regeln zu müssen, desto unmündiger machen sie Erfolg und desto abhängiger werden diese Menschen dann von ihren Entscheidungen und ihren Vorgaben. Und das ist eine schwierige Situation, in die sind wir leider hineingeraten. Ich kann das an einem Beispiel deutlich machen, als die Corona-Maßnahmen beschlossen wurden und die Universitäten zugemacht wurden. Da habe ich mit meiner Frau, wir sind da so aus der 68er-Gegend, vor dem Fernseher gesessen und wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, sag mal, wenn die das damals bei uns gemacht hätten und die Uni einfach zugemacht hätten, dann hat meine Frau gesagt, dann hätten wir die gestürmt. Da ist noch nicht mal mehr jemand auf die Idee gekommen, dass man die Uni stürmen kann, sondern das war alles richtig. Und Aber was ist da da hat sich was passiert? geändert. Ja, was ist da passiert, dass Sie die Uni gestürmt hätten und heute, wir hatten die Situation oder haben die auch in Wien, dass die Technische Universität das Problem hat dadurch, dass sie zu wenig Budget haben, dass sie schließen wollen, weil sie nicht heizen können und die Studenten nicht in die Universität kommen. Aber es hat niemand deswegen irgendwen oder irgendwas gestürmt. Wieso ist das so? Das hat viel damit zu tun, dass man nur dann sich, das ist ja wie bei den Politikern, ich muss ja ab und zu in meinem Leben mal erfolgreich irgendwas hingekriegt haben, damit ich den Mut habe, die Universität zu stürmen.
Und diese 68er hatten eben schon eine ganze Menge hingekriegt. Die hatten vor allen Dingen zu Hause schon genug Streit mit ihren Eltern gehabt, die nämlich aus dem Krieg gekommen waren und Vorstellungen mit sich herumgeschleppt haben, wo diese jungen Menschen damals mit den Eltern wirklich harte Auseinandersetzungen geführt haben über Verantwortung im Krieg und was der Papa so alles unterwegs da im Krieg angestellt hatte. Und dann haben die gemerkt, dass sie da was machen können. Dann haben sie die Vietnam-Demonstrationen organisiert und haben gemerkt, da können sie auch was machen. Das heißt, wenn junge Menschen sich engagieren und merken, dass sie mit ihrem Engagement etwas zustande bringen, dann wird das stark. Dann werden das starke junge Menschen. Die wünsche ich mir ja für jede Gesellschaft. Und wenn das heute nicht mehr so ist, müssen wir uns fragen, warum eigentlich nicht? Und die Antwort heißt, erstens, die jungen Menschen wachsen unter Bedingungen auf, wo sie eigentlich nicht mehr demonstrieren brauchen. Die können ja mit Hilfe der digitalen Medien einfach sich die Botschaften zuschicken. Das heißt, die Art des Protestes hat sich so verändert, dass er eher nur noch virtuell geführt wird. So wie jetzt die deutsche Fußballmannschaft, die doch eigentlich, wenn sie so sehr dafür ist, dass diese Vorstellungen, die Sie haben, auch in Katar umgesetzt werden sollten, dann wäre doch die Konsequenz gewesen, wenn Sie Ihre Binde nicht umtun dürfen, dass Sie nach Hause fahren. So, aber nein, es wird dann eben geschwiegen und es wird dann auch noch ein Foto gemacht, wo Sie alle den Mund zuhalten. Und da muss man sagen, das ist nun kein Zeichen von besonderem Mut. Und damit geht das auch natürlich in die nachfolgende Generation. Und worüber wir uns dann eben unterhalten müssen, ist, wo dieser Mut geblieben ist, wo diese Sicherheit geblieben ist, dass man, auch wenn alle anderen in diese Richtung marschieren, man stehen bleibt und sagt, nee, gehe ich nicht mit. Wenn alle anderen losstürmen, dass man sagt, nein, ich nicht. Ich nenne das immer Eigensinn. Wo ist der Eigensinn des Menschen geblieben? Und da merken Sie schon, Eigensinn kann man sich nur leisten, wenn man keine Angst hat. Wenn man ständig Angst hat, von den anderen negativ bewertet zu werden, wenn man Angst hat, Kontrolle zu verlieren, ja, dann agiert man aus der Angst heraus und das wird niemals was Gutes. Und das ist, glaube ich, die kurze Antwort auf Ihre Frage. Wir sind eine Gesellschaft geworden, in der die Angst regiert, nicht mehr die Politiker. Nichtsdestotrotz gibt es aber immer noch die Regierungen in den verschiedenen Ländern und die reglementieren hinein in die Bevölkerung. Wie Sie schon gesagt haben, das ist ja eines der Probleme. Weniger Regeln würden vielleicht viele Dinge von alleine lösen. Wo ist jetzt eine Schnittstelle zwischen Politik, Philosophie und Psyche? Weil wir haben die Politiker nun mal da oben sitzen. Wo ist die Schnittstelle? Wo trifft sich das Ganze und hat miteinander zu tun? Politik regelt das Zusammenleben. Philosophie versucht in Erfahrung zu bringen, wofür wir überhaupt leben. Und die Psyche ist sozusagen das, was in uns danach sucht, dem eigenen Dasein einen Sinn zu verleihen. So. Und die merken Sie ja, wenn man die so zusammenbringt, das passt dann nicht immer. So. Also es ist zum Beispiel in unserer Gesellschaft, da wir ja nicht von Politikern regiert werden, sondern von einem Wirtschaftssystem, was darauf angewiesen ist, weiter zu wachsen und möglichst viele gute Konsumenten zu haben, ist es in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht möglich herauszufinden, wofür man eigentlich leben will und womit man seinem eigenen Dasein einen Sinn verleihen könnte. So ein Begriff wie ich muss aufpassen, dass ich meine eigene Würde bewahre, können viele Leute gar nicht denken, weil die gar nicht wissen, was ihre eigene Würde ist. Und da merken sie, wir haben eine Bevölkerung, bei der es sehr geschickt gelungen ist, diese Bevölkerung in eine Situation zu bringen, wo die nicht mehr genau wissen, wofür sie eigentlich da sind. Die haben die Sinngebung ihres Daseins verloren. Die haben auch kein klares Menschenbild mehr. Die wissen gar nicht mehr, was Menschsein bedeutet. Und die wissen deshalb auch gar nicht, was sie so ihr eigenes Bild auszeichnet. Und da haben sich Weltbilder zu eigen gemacht, die von außen gekommen sind und ihnen eingeredet worden sind. Und unter diesen Bedingungen sind Menschen sozusagen mit ihrer Psyche
willfährige Opfer von jedem, der ihnen irgendwas einreden kann. Wenn ich mir meiner eigenen Würde nicht bewusst bin und nicht aufpassen kann, dass mir nicht irgendwas eingeschwatzt wird, dann bin ich ein willfähriges Opfer von sämtlichen Manipulationsversuchen. Und früher wurden Menschen, ja, oder andersherum, früher hat man Herrschaft gesichert durch Unterdrückung über Jahrhunderte hinweg. Gucken Sie sich das heute mal genauer an. Das ist nicht mehr Unterdrückung. Es heißt, das moderne Mittel der Herrschaftserhaltung, sondern das heißt Verführung. Wenn es Ihnen gelingt, möglichst viele zu verführen, dann haben Sie Herrschaft. Und wir brauchen uns ja nur diese wunderbaren Geräte anzuschauen. Ne? Das sind Verführungsinstrumente. Und da kann man dann weitergehen und stellt fest, da warten Menschen, die unsere Bevölkerung oder jeden Einzelnen von uns auf die jeweils subtilste Weise zu verführen versuchen. Und deshalb müsste die wichtigste Aufgabe, wenn wir jetzt darüber reden, was müsste denn passieren, damit es besser wird, Ja. die müsste darin bestehen, dass Menschen gefeit werden. Dass Menschen innerlich so stark sind, dass die nicht mehr verführbar sind. Und dazu müssten Menschen wissen, was sie wollen. Jetzt dreht sich das Ganze sozusagen wieder und kommt zum Anfang zurück. Menschen, die nicht mehr wissen, was sie wollen, sind ein willfähriges Opfer für jeden Verführer und die freuen sich darüber. Und umgekehrt kann man auch sagen, wer Menschen alles Mögliche verkaufen will und alle möglichen Ideen und allen möglichen Firlefanz einreden will, und der sorgt dafür, ob er das nun bewusst macht oder nicht, aber der weiß, dass er das am besten kann, wenn die möglichst nicht wissen, was sie wollen. Also sorgt er dafür, dass so etwas wie eine Sinnfrage im Leben tabu wird. Und jetzt wird es richtig interessant, weil ich bin ja Wissenschaftler und wenn Sie jetzt Naturwissenschaftler nehmen und fragen, was ist denn, worin besteht denn der Sinn des Lebens? Dann weigern die sich, diese Frage zu beantworten und sagen Ihnen, das sei doch klar. Das sei alles sinnlos. Im Universum gäbe es keinen Sinn. Und damit wird dann noch die wissenschaftliche Rechtfertigung geliefert dafür, dass die Frage nach dem Sinn sozusagen vollkommen sinnlos ist. Aber Und der Sinn des Lebens ist das Leben an sich. ja, und es ist auch mir vollkommen wurscht, wenn da ein Wissenschaftler kommt, eigentlich so ein Eigensinniger wie ich, der würde sagen, ist mir doch egal, ob du jetzt daran glaubst, ob es einen Sinn oder nicht gibt. Aber für die Gestaltung meines eigenen Lebens brauche ich eine Sinngebung, sonst funktioniert das nicht, sonst weiß ich nicht, wer ich bin und wo ich hin will. Und deshalb, egal ob es sozusagen generell Sinn oder nicht Sinn gibt, also es ist aber eine objektive Tatsache, dass kein Mensch leben kann, ohne seinem Dasein einen Sinn zu verleihen. Aber das muss er halt selber machen. Und jeder, der seinem Dasein einen Sinn verliehen hat, ist ein Ausfall, ein Totalausfall für alle Marketingstrategien und für alle Verkäufer von Produkten und Ideen. So. Und jeder einzelne Mensch mit dem Nächsten zusammen macht ja die Gesamtheit von uns aus. Und wir bewohnen halt diesen Planeten. Und jetzt wäre meine nächste Frage: Wie sieht es aus mit der Psyche der Welt? Hat auch ein Kontinent, zum Beispiel Europa, eine psychische Befindlichkeit? Europa befindet sich in der letzten Zeit fast ein wenig in der Diagnose selbstverletzendes Verhalten. Ja. Gibt es auch eine Psyche der Erde, eine Psyche eines Kontinents? Das wird jetzt richtig spannend mit Ihnen, weil ich als Neurobiologe und als Biologe schon seit einiger Zeit mich mit dem Problem herumschlage, dass unser Begriff, den wir vom Lernen haben, total bescheuert ist. Wir denken ja, Lernen findet in der Schule statt. Die richtige, auch biologisch sauber begründbare Antwort auf die Frage, was ist denn Lernen, die heißt: Alles, was lebendig ist, lernt. Eine Zelle le kann lernen und kann sich auch was merken. Pflanzen können lernen, Tiere können lernen, wir Menschen können auch lernen. Im Hirn geht es besonders gut, wenn es ein bisschen größer ist, vielleicht auch noch mehr. Aber Lernen ist ein universelles Prinzip von allem Lebendigen. Das wohnt allem Lebendigen inne. Und jetzt halten Sie sich, Sie sind ja systemische Therapeutin, natürlich kann auch eine Familie was lernen. Und auch eine Gesellschaft kann was lernen. Und da fragt man sich, wo ist denn jetzt der Kopf? Eine Stadt kann was lernen, ein Unternehmen kann sich wandeln und kann aus schlechten Erfahrungen lernen und sich
innerlich umstrukturieren und dann ist es anders geworden. Und das hat, also das Lernen hat überhaupt nichts mit dem Hirn zu tun. Das Lernen hat was mit Lebendigkeit zu tun. Was nichts mehr lernen kann, ist tot. So, und jetzt können wir fragen, wie funktioniert das Lernen? Und da heißt die Antwort, es wird auf unterschiedliche Weise, aber immer am Ende in der gleichen Weise, das, was man als Lösung findet, verankert in Form von festgefügten Strukturierungen. Also nehmen wir eine Stadt, wenn die Stadt irgendwo ein Einkaufszentrum hat und Kulturzentrum und dann gehen die Menschen da immer hin, bilden sich von selbst Straßen und Verkehrswege dahin und dann ist das sozusagen ein in der Struktur der Stadt angelegt und dann kann man das gar nicht mehr woanders hinlegen, weil da kommen die Leute ja nicht hin. Die Stadt hat etwas gelernt und hat sich selbst an das angepasst, was sie selbst hervorgebracht hat. So Genau. irgendwie sieht das aus. Und jetzt kann man sagen, und woran all diese Lernprozesse sich orientieren, ist, dass sie eine Lösung sein müssen für irgendwas. Wenn das Hirn merkt sich nicht die Probleme, die wir haben, merkt sich die Lösung. Und eine Familie merkt sich nicht die Probleme, die sie alle miteinander hatten, sondern die Lösung. Und die sind manchmal ziemlich bescheuert. Die Familien finden, um mit den Problemen, die sie hatten, zurechtzukommen. Und Europa als große Gesellschaft hat sich auch nicht an den Problemen orientiert, sondern an den Lösungen. Und da gibt es zwei Dinge, die uns sozusagen auszeichnen gegenüber anderen Regionen, zum Beispiel den USA. Das ist unsere unendlich lange Geschichte, in der wir gelernt haben, dass es immer wieder geklappt hat, dass wir uns zwar gegenseitig überfallen haben, aber wir haben auch immer wieder Frieden miteinander schließen können. Das heißt, wenn es irgendwo auf dieser Welt eine Region gibt, in der die Menschen gelernt haben sollten, trotz unterschiedlicher Lösungsideen einigermaßen miteinander klarzukommen, dann ist das wahrscheinlich Europa. Also wenn es irgendwo in der Welt so etwas gibt wie eine Tendenz, Friedensstifter zu sein, dann käme die aus meiner Sicht dann am ehesten dorthin, wo Friedensstifter schon immer erfolgreich gewesen sind. Vielleicht aus Nepal, vom Dalai Lama, aber vielleicht auch aus so einem Schmelzpott wie Österreich, wo alles zusammengeflossen ist und wo man gar nicht anders konnte, als immer wieder Möglichkeiten zu finden, wie das miteinander dann geregelt werden konnte, ohne dass man sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat. So, und das heißt, es gab schon immer etwas, was die Menschen von Europa verbunden hat. Es gab vieles, was sie getrennt hat, und das ist ja dann auch von Machthabern immer wieder auch geschürt worden, sodass die aufeinander losgegangen sind. Aber es gab auch manches, was sie miteinander verbunden hat. Und das, was am Ende den Zusammenhalt einer großen Gruppe von Menschen gewährleistet, das sind ja auch nicht die Probleme, die sie gemeinsam haben, sondern das ist das, was sie gemeinsam als Anliegen miteinander vorhaben. Also na klar wird man zusammengeschmolzen durch Not und Elend und Unterdrückung und so und gemeinsame Feinde und so. Das ist aber alles außen. Wir müssen uns ja für die Welt von morgen anschauen, nicht was wir noch alles brauchen, damit es uns von außen zusammendrückt als Gemeinschaft, sondern wir müssen ja darüber nachdenken, was es geben könnte, damit ein Band zwischen den Menschen und Völkern entsteht, was sie miteinander verbindet. Und dieses gemeinsame Band ist das, was man eine gemeinsame kulturelle Identität nennt. Und das ist das, worauf man so als Gemeinschaft zurückblicken kann, als eine erfolgreiche gemeinsame Lösung von Problemen, die wir alle mal hatten. So, und dieses gemeinsame Anliegen ist uns abhanden gekommen. Das ist aber in vielen Bereichen passiert. Das ist auch in Dörfern passiert, in Städten passiert, dass die Leute nicht mehr wissen, warum sie da überhaupt zusammenleben. In der politischen Ebene sowieso. Wir haben einen föderativen Staat hier in Deutschland. Die Frage ist, dass die eigentlich, die sind deshalb nur zusammen, weil es wirtschaftlich vorteilhaft ist und auch verwaltungstechnisch vorteilhaft ist. Aber wenn man fragt, was die Bayern eigentlich an den Norddeutschen mögen, da ist dann nicht so viel. Das heißt, es ist ein Verlust der Identität, der stattgefunden Ich hat. nenne es lieber anders, es ist ein Verlust des Gefühls von Zusammengehörigkeit. Und wenn man da wieder fragt, was hält den Menschen zusammen, dann ist es so etwas wie ein gemeinsames Anliegen und etwas, was sie miteinander im Innersten zutiefst verbindet. Das ist zum Teil Geschichte, aber das ist auch der Blick nach vorn. Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin?
Und das ist alles verschwunden und ist im Grunde genommen nur noch ein rein wirtschaftliches Interesse. Deshalb ist die EU ja auch nicht als Gemeinschaft entstanden, sondern als Wirtschaftsverbund. Und bis heute ist das ihre Hauptaufgabe, Gelder zu verwalten und für die Wirtschaft optimale Voraussetzungen zu schaffen, dass die Das weiter heißt, wachsen kann. es gibt eine Psyche eines Kontinents, wie Sie es gerade beschrieben haben, und die ist offensichtlich gerade nicht in einem sehr guten Zustand. So könnte man das sagen. Es gibt Erfahrungen, die verankert werden und es gibt Zeiten, wo es gut ist und dann gibt es Zeiten, wo es schlecht ist. Ich erinnere mich an eine Situation, die mir sehr einprägsam in Erinnerung ist. Es lief damals in der Tagesschau, heißt das ja hier in Deutschland, als diese Flüchtlingsproblematik auf dem Höhepunkt war, lief da ein Beitrag und es wurde eine Lehrerin aus Bayern aus der Grundschule vorgeführt, die dann gefragt wurde, und was machen Sie denn jetzt mit den vielen Flüchtlingskindern? Und dann guckte die sich so um und die Kamera ging einmal im Klassenzimmer rum und das war wirklich rammelvoll. Und dann saßen die hinten, die hatten schon gar keine Bänke mehr, nur noch auf Stuhlreihen. Es war viel zu voll. Und dann sagt sie, ja, es sind ja so viele und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Aber wissen Sie, und dann sagte die etwas, hat mir richtig die Schuhe ausgezogen. Die sagte, aber wissen Sie, diese Kinder, die hier das war ja da vorhin Syrien, die da hier ankommen, die wollen so unglaublich gerne lernen. Wissen Sie, was die gesagt hat? Sie arbeitet seit Jahren mit Kindern, die nicht mehr lernen wollen. Deshalb ist ihr das überhaupt aufgefallen, dass es da noch andere gibt aus einem anderen Kulturkreis, für die das eine Freude ist, sich einzustürzen und sich das Wissen anzueignen. Und dann gibt es andere, unseren Kulturkreis, wo eine ganze junge Generation heranwächst und nicht weiß, wofür sie überhaupt noch was lernen soll. Oder die dann später nicht wissen, was für einen Beruf sie machen wollen, die auch gar nicht jemals gelernt haben, wie schön das ist, wenn man irgendwie sich einbringen kann und tätig sein kann. Das ist ein super schönes Beispiel. Vielen Dank dafür, weil eine Gesellschaft ist ohnehin immer im Wandel. Das ist ja auch gut so. Und es ist auch wichtig, dass diese Menschen, die zu uns kommen und die was möchten und lernen möchten, dass man denen alles gibt, dass sie das auch tun können. Was halt nur im Moment passiert, ist, dass es irgendwie, wie Sie gesagt haben, die Diagnose chaotisch ist. Und das tut niemandem gut. Das kann keiner mehr in irgendeiner Form ordnen oder irgendwo in Ordnung bringen. Oder wie nehmen Sie das wahr? Na, das Beispiel eben hatte im Grunde genommen mit Zuwanderung gar nichts zu tun. Das hatte eher was damit zu tun, dass man deutlich machen kann, dass so eine, was wir eben mal so versucht haben, schwammig als kulturelle Identität zu bezeichnen, Okay. dass sich das daran auch äußern kann, dass unsere Kinder hier alle keine große Lust mehr auf Lernen haben, wie die bayerische Lehrerin da gesagt hat. Und dann kommen welche aus einer anderen Kultur und dort scheint das Lernen irgendwie positiv konnotiert zu sein. Die haben Lust darauf, die wollen. Ne? Und da muss man sagen, okay, das ist schon ein erheblicher Unterschied. So. Aber das liegt ja auch daran, dass sie es dort nicht haben. Ticken wir denn so, dass wir nur auf das reflektieren, was wir nicht zu jedem Moment zur Verfügung haben? Nein, Nicht immer ein Mangel her? da kommen wir an ein anderes Grundprinzip des Lebendigen. Alles, was lebendig ist, möchte sich entfalten. Es hört sich ganz blöd an, aber Nein, das ist wunderschön. ja, und dazu lernt es. Ne? Und jedes Gänseblümchen möchte sich entfalten und jeder Ameisenhügel. Und sie können nehmen, was sie wollen. Überall in der Natur, wenn man den Blick erstmal aufmacht und sich nicht mehr ständig von irgendjemand einreden lässt, dass die doch alle miteinander kämpfen und sich gegenseitig auffressen, das war unsere alte Ideologie, sieht man, alles will sich entfalten, wenn es nicht gefressen wird. Oder das Gänseblümchen würde sich entfalten, wenn nicht dauernd einer drauf rumlatscht. Und Menschen wollen sich auch entfalten. Jeder Einzelne, Sie und ich, wir haben das alles so gut es ging versucht, aber es ist jemand auf uns rumgelatscht. Auf mir auch und auf vielen anderen auch. Und dieses Herumlatschen kann man jetzt neurobiologisch beschreiben. Beim Gänseblümchen ist es klar, das ist der Fuß, der drauf geht und es zusammendrückt. Bei uns Menschen ist es der Umstand, dass wir von anderen wie Objekte behandelt werden. Das ist das, was unsere Seele krank macht. Das ist das, was uns den Mut raubt, uns auf den Weg zu machen, wenn man nicht mehr sich als Subjekt und als Gestalter seines eigenen Lernprozesses erleben darf, sondern das lernen soll, was andere
für richtig halten. So, und diese Kinder, die aus diesen Ländern kommen, die haben sich in vieler Beziehung als Gestalter ihres eigenen Lebens erlebt. Die hatten zwar keine Schule, aber die haben ganz viel hingekriegt. Die haben Essen beigeschafft für die Familie und dann sind sie gemeinsam auf die Flucht gegangen. Die haben das Gefühl, sie können das Leben gestalten. Für die hat das Leben eine Zukunft. Und wenn man denen eine Chance gibt, sich Bildung anzueignen, dann machen die das auch. Wenn ich unsere Kinder anschaue, würde ich sagen, die haben alles, was sie brauchen. Also wofür müssen die sich groß anstrengen? Also es findet ständig, also ich frage häufig gerade junge Menschen, worum habt ihr euch eigentlich gekümmert als Kinder? So, gibt es irgendwas, was euch so am Herzen liegt und worum ihr euch gekümmert habt? Also in dem Sinne, womit sie ihrem eigenen Dasein einen Sinn verliehen? Nein, kennen sie nicht. Freizeit. Sie haben alles genommen, was es gab, und haben das versucht zu nutzen, so gut es ging. So. Wie geht jetzt die Therapie des Ganzen? Das ist ja eine Diagnose. Therapie heißt, wir müssen versuchen, das zu schaffen, was der Kant Hinausführung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit genannt hat. So, und der Kant hat auch gesagt, dass die Aufklärung nicht darin besteht, dass wir uns gegenseitig wie Rechthaber erzählen, wie es jetzt zu gehen hat. Und er hat auch nicht gesagt, dass man sich gegenseitig über alles informieren muss und dass man dann, wenn man gut informiert ist, aufgeklärt ist, sondern der Kant hat das damals auf etwas bezogen. Und das heißt, Aufklärung ist der Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist auch, also es geht nicht um viel Wissen, was wir in die Kinder reindrücken müssen, sondern es geht darum, sie mutig zu machen, damit sie ihr Leben in die eigenen Hände nehmen. So, und da frage ich jetzt, wo passiert denn das heute eigentlich? So, und da ist der Ansatzpunkt auf Ihre Frage. Da müsste man den Menschen wieder helfen, den Mut zu gewinnen, dass sie Gestalter ihres Lebens sind. Und damit sie Gestalter ihres Lebens sein können, muss die Politik zurücktreten mit ihren Vorschriften und Gängeleien, das hat der Kant schon so genannt, die dazu führen, dass die Menschen immer unmündiger werden und immer mehr darauf warten, dass die politischen Instanzen ihnen dann sagen, wo es lang geht. Und am Ende werden sie auch noch alle darauf warten, dass sie alimentiert werden. So, also Politik ist immer der Versuch, einen Raum zu öffnen, einen Gestaltungsraum zu öffnen, also Möglichkeiten zu schaffen, damit Menschen in die Mündigkeit kommen und den Mut gewinnen, sich um ihr eigenes Leben zu kümmern und natürlich um das Zusammenleben mit anderen und natürlich um das Zusammenleben mit den anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Das ist alles eins. Das wäre eine ideale Form von Politik. So Ja, stelle ich mir das auch vor. ja, Aber aber Menschen, die so mutig sind und wissen, wohin sie gehen, die können sie als Konsumenten in unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem nicht gebrauchen. Das ist das Dilemma. Das hat mit genau. Politik gar nichts zu tun. Auch ein Politiker, der das jetzt konsequent anfassen würde und der also sagen würde, es ist doch furchtbar, dass unsere Kinder in die Schule gehen müssen. Na, schaffen wir doch die Schulpflicht ab. Hier in Deutschland haben wir sogar sowas, das heißt Schulanwesenheitspflicht. Ein Politiker, der hier in Deutschland die Schulanwesenheitspflicht abschaffen würde, der wäre in 14 Tagen abgewählt. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung ist der festen Überzeugung, dass niemand freiwillig lernt, sondern nur, wenn er dazu gezwungen wird, weil er jeden Tag dahin gejagt wird. Und die Mehrheit der Bevölkerung glaubt, sie arbeitet nur deshalb, damit sie Geld verdienen kann. Und dass das Tätigsein und das Lernen aber ein Grundbedürfnis von Menschen ist, dass man auf keinen Fall kaputt machen darf, weil das so ähnlich ist, als ob man auf dem Gänseblümchen rumlatscht. Das ist den meisten Leuten nicht klar. ich bin da komplett bei Ihnen, und ich verstehe jetzt auch ein bisschen besser, was Sie mit diesem verwickelten, mit der verwickelten Welt meinen, mit dem Begriff der verwickelten Welt. Weil wir sind da in so einem riesen Wollknäuel, in dem Sie alle möglichen Fäden herausziehen, aber das Ganze ist verwickelt, es ist irgendwie verknotet. Und es ist nicht gut, dass es so verknotet ist. Und das hier, wie Sie es schon ins Bild gehalten haben, trägt natürlich dazu bei, dass man auch sein Gehirn abgibt, weil viele junge Leute sagen mir zum Beispiel, wenn ich sie was frage, ob sie dieses oder jenes sich angeschaut haben, das brauche ich mir nicht merken, steht eh da drinnen. Also es ist wie eine Aufgabe von sich selbst. Nur wie geht das? Wie geht das jetzt, dieses furchtbare Knäuel, dieses Chaos, diese Verwicklung? Ja,
aufzulösen. Im Prinzip sind es die ganz jungen Menschen, im Prinzip ist es eine neue Form von Bildung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie geht das? Sagen Sie uns die Lösung. Das wäre doch furchtbar, wenn ich die Lösung sage. Aber Ja, schön. Ich fände es schön. wir können gemeinsam, das ist die Aufgabe von Führungskräften, den anderen, den Mitarbeitenden zu helfen, herauszufinden, wie es geht. Also selber Lösungen finden, ja. Und da können wir uns einfach mal anschauen, es gab eine Zeit, da waren die Menschen im Wesentlichen damit beschäftigt, sich zu fragen, was sie von den Tieren unterscheidet. Und dann sind sie darauf gekommen, das sind ihre kognitiven Fähigkeiten. Da hatten sie sowieso schon immer die Vermutung, dass es vor allen Dingen auf die kognitiven Fähigkeiten ankommt. Denn seit der Aufklärung waren sie der Meinung, mit Hilfe unseres nackten Verstandes lösen wir alle Probleme dieser Welt. So, das hat nun 200 Jahre gedauert und jetzt haben wir gemerkt, die Leute, die hier den größten Unsinn auf dieser Erde anstellen, die haben auch sehr gute kognitive Fähigkeiten. Die waren oft auf den besten Universitäten. Also nur mit dem nackten Verstand allein wird die Welt noch nicht menschlicher, sondern man kann den nackten Verstand wie eine Kanone nehmen und andere Leute damit betrügen, über den Tisch ziehen, kaputt machen, auf denen rumtrampeln. Was hauptsächlich Das, ja auch passiert, sodass wir uns von dieser Vorstellung verabschieden müssten, es sei der nackte Verstand. Und jetzt kommen die digitalen Geräte. Und die beleidigen uns in unserer Überzeugung, dass wir doch die kognitiv Überlegenen sind. Gegenüber den Tieren waren wir das, aber jetzt kommen Geräte, die wir selber gebaut haben und die sind lernfähig. Die können sich tatsächlich mehr merken als ich. Wenn ich mich im Wald verlaufen habe, kann ich da drauf gucken und mit Google Maps mich wieder zurechtfinden. Das heißt, die können in jeder Hinsicht, sind die mir kognitiv überlegen, die können sogar lernen inzwischen. So, und jetzt wird es erst interessant, weil jetzt müssen wir nach dem Unterschied fragen, also nach dem, was uns nicht nur gegenüber den Tieren, sondern auch gegenüber diesen kognitiv hypertrophen Geräten auszeichnet. So, und da kommen Sie dann auf die Antwort, indem Sie die sogenannten Entwickler der künstlichen Intelligenz selbst befragen. Die haben nämlich gemerkt, die kommen mit der Entwicklung dieser Geräte nicht mehr richtig weiter, weil sie gemerkt haben, dass da können sie machen, was sie wollen, das bleiben Maschinen. Und das liegt daran, dass die Geräte keine Bedürfnisse haben. Die Geräte, also Roboter und Automaten und digitale Geräte haben keine Bedürfnisse. Klingt auf den ersten Blick erstmal blöd, aber das ist ja nun auch so. Das leuchtet ja auch jedem ein. Was bedeutet das aber, wenn ich kein Bedürfnis habe? Das bedeutet, dass ich auch gar keine Idee entwickle, wie ich das Bedürfnis stillen könnte. Das heißt, meine ganze Kreativität ist weg, weil ich habe sowieso kein Bedürfnis, also bin ich nur noch ein Ausführender. Und so erleben sich diese Roboter dann auch. Ausführende sind das, die haben kein Bedürfnis, was sie zu irgendwas bewegt, und haben keine Kreativität, wie sie das Bedürfnis stillen können. Und weil sie nicht wissen, wie sie ein Bedürfnis, was sie gar nicht haben, stillen könnten, haben sie auch keine Intentionalität, also keinen Mumm. Wir haben vorhin über den Mut gesprochen, es einfach anzugehen. Da muss ich doch wissen, was ich will, sonst kann ich das doch gar nicht. Und da liegen jetzt die Ebenen, auf denen wir diesen Geräten aber Dimensionen, und zwar für immer, überlegen sind. Und das bedeutet, wir müssten uns darauf besinnen, was uns von diesen digitalen Geräten unterscheidet. Und das ist unsere Berührbarkeit. Ist das nicht auf einmal ein schönes Wort? Die Berührbarkeit, die uns hilft, uns wieder mit unseren eigenen wahrhaftigen Bedürfnissen zu verbinden. Und uns dann zu fragen, was sind denn das überhaupt für Bedürfnisse? Wo sind denn die geblieben? Warum habe ich die eingewickelt und habe versucht, so zu leben, dass ich überall so perfekt funktioniere wie meine Rechenmaschine, mit dem Ergebnis, dass ich in einem Hamsterrad gelandet habe, bin, wo ich mich selbst optimiere, damit ich dann noch schneller drin rumrennen kann. Und was ich dabei verloren habe, ist der Zugang zu meinen Bedürfnissen. Ich bin ja gar nicht mehr richtig lebendig. Ich funktioniere ja noch. Ich bin meinem Taschenrechner immer ähnlicher geworden. Ich habe meine Menschlichkeit verloren. Ich bin eine Maschine. So, und das ist die Lösung. Und das bedeutet, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie es uns gelingen kann, Menschen wieder berührbar zu machen. Also berührbar, dass es ihnen wieder sozusagen ans Herz geht. Ich bin der Biologe und ich weiß ja, dass das ganze Leben auf diesem Planeten dem einen
Umstand zu verdanken ist, dass die Pflanzen und vor ihnen die Cyanobakterien mal die Photosynthese erfunden haben. So, die Photosynthese verwandelt CO2 in Sauerstoff, damit alles, was lebendig ist, atmen kann. Und sie verwandelt Sonnenlicht in Energie in Form von Glukose, damit alles, was lebendig ist, mit Energie versorgt wird. Wir müssten doch jeden Tag, wenn man das so hört, dann muss man doch jeden Tag auf die Knie gehen vor den Pflanzen, dass die uns so beschenken. Ja. So, und das ist Berührbarkeit. Ja. Solange wir vor solchen unglaublichen Phänomenen, in denen wir plötzlich begreifen, dass wir eingebunden sind in diese lebendige Welt auf diesem Planeten, dass wir Teil dieses Lebens sind, dass das Gänseblümchen, auf dem ich herumlatsche, eigentlich ich selbst bin, auf dem ich herumlatsche. Solange uns das nicht sozusagen berührt und innerlich bewegt, solange werden wir keine Chance haben, hier irgendwas zu ändern. Diese So, und du? Berührbarkeit ist ganz eine spannende Geschichte, weil was in meinem Kopf jetzt gerade zueinander kommt, ist die Idee, dass ich etwas verstanden hätte. Nämlich, dass diese Informationsflut unsere Berührbarkeit untergräbt und es daher auch möglich wird, weil sich das richtig irgendwo verschüttet, dass die freiheitlichen Demokratien, die in ihren Grundfesten derzeit erschüttert werden, überhaupt erschüttert werden können, weil es niemanden mehr interessiert. Weil es niemandem mehr wirklich unter die Haut geht. Dazu müsste man ja das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Und wenn aber alle durcheinander rufen, kann man das Wichtige vom Unwichtigen nicht mehr unterscheiden. Und wenn alles gleichermaßen wichtig ist, dann kann es mich nicht gleichermaßen berühren, es sei denn, ich höre auf, mich überhaupt noch von irgendwas berühren zu lassen. Und das ist das, was die meisten Menschen erleben, wenn man die fragt, wie gehen Sie mit der Informationsflut um? Und sagen Sie, früher habe ich mich darüber aufgeregt, jetzt schalte ich einfach ab. Ich hab da ein schönes Buch, das ich sehr liebe, von Viktor Frankl über den Sinn des Lebens. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie mir das oder uns das noch erklären können, wie er das genau meint. Das hat mir nämlich sehr viel Mut gemacht, wie ich diesen Satz gelesen habe. Er schreibt hier: Aber vergessen Sie eines nicht, und jetzt haben wir wieder so eine Zeit, wo es so wichtig ist, sich auf sich zu besinnen. Aber vergessen Sie eines nicht, die menschliche Seele scheint in einer bestimmten Hinsicht sich wie ein Gewölbe zu verhalten. Ein Gewölbe, das baufällig geworden ist, wird dadurch gestützt, dass man es belastet. Auch die Seele des Menschen erscheint, zumindest bis zu einem gewissen Grad und innerhalb gewisser Grenzen, dadurch eher gefestigt zu werden, dass sie eine Belastung erfährt. Das macht doch Mut. Ja, wobei es war eben Viktor Frankl und er kommt noch aus dieser Generation derjenigen, die gemeint haben, es kommt darauf an, dass man sich anstrengt. Und da hat das mit der Belastung dann plötzlich Sinn. Also, und ich glaube, dass wir eine andere Kraft in uns haben, die uns diese ganze Berührbarkeit erhält und auch unsere Kreativität erhält. Und das ist diese Fähigkeit, spielerisch auszuprobieren, was geht. Und uns dabei hinzugeben in das, was wir plötzlich als etwas erkannt haben, was uns gut tut und was unsere Seelen stärkt. So, das heißt, das ist eine andere Formulierung. Wahrscheinlich meine ich dasselbe wie er. Ich mag ihn ja auch sehr und habe viel von ihm gelernt. Aber es fasst das etwas zeitgemäßer an. Und das, weil es auch praktisch plötzlich handhabbarer wird. Das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun können, ist, dass wir sie belasten, indem wir ihnen Druck vermitteln, dass sie jetzt innerhalb einer gewissen Zeit irgendwas zu lernen hätten. Und was wir uns ausgedacht haben. Sondern das kindliche Lernen und eigentlich das Lernen überhaupt auch von Menschen im Erwachsenenzustand erfolgt ja immer über Versuch und Ausprobieren. Man muss ausprobieren, wie es geht. Man muss diesen Mann mal ausprobieren, damit man merkt, mit so einem will man nie wieder. Oder man muss was anderes ausprobieren. Kinder probieren aus, was man alles mit dem eigenen Körper machen kann und finden dann heraus, was da so alles mit den Händchen geht. Und dann probieren sie aus, was sie mit den Gegenständen machen kann und räumen dann Mamas ganze Küche um und bauen ein Seeräuberschiff. Dann probieren sie aus, was sie mit Mama alles machen können und lernen dann, dass es Grenzen gibt, wo es also da, wo die Mama sagt, hier nicht mehr.
Alles wunderbare Lernerfahrung, alles spielerisches Ausprobieren bis zu dem Augenblick, wo wir als Erwachsene dann plötzlich auf die Idee kommen, jetzt müsse das Kind erzogen werden. Und dann fangen wir an, Kinder zu erziehen. Und da die Obstbauern, die die Apfelbäume ziehen, die haben ja diese moderne Technik, dass die die Äste von den kleinen Apfelbäumchen so an Drähte anbinden. Und sieht man dann ja diese Apfelplantage, Spalierobst nennt man das. Und die nennen dann das, was die da machen, wenn die Äste so anbinden, die nennen das Erziehung. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, jetzt verstehe ich endlich, was wir hier eigentlich treiben. Wir binden die Kinder fest, so lange, bis sie sich mit dem festgebundenen Zustand auch noch identifizieren. Und da kann man natürlich dann lange warten, bis der Mut wiederkommt, sich dem Leben zu stellen und in Wind und Wetter dann zu Ja. zeigen, was man so als Apfelbäumchen alles in die Welt bringen kann. Das heißt, die Berührbarkeit erzeugt den Mut und die Berührbarkeit benötigt einen Freiraum, der unantastbar sein muss. Wunderbar. Jetzt merken Sie, jetzt kommen wir in Bereiche, da ist Politik plötzlich im Hintergrund. Ja. Das geht um die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das tut mir leid, es geht nicht anders. Und solange die unmündig umherrennen, brauchen sie Politiker, die ihnen sagen, wo es hingeht. Und da gibt es eben leider immer genug, die das als ihre Erfolgsstrategie im Laufe ihres Lebens einfach eingeübt haben. Das sind ja häufig welche, die, also was sind denn das für Menschen, die anderen, die es gerne haben, dass andere sie ständig fragen, was sie jetzt tun und lassen sollen, ob sie eine Maske aufsetzen sollen, ob sie sich impfen lassen sollen. Was sind denn das für Leute? Das sind Rechthaber, ja, die haben es gerne, wenn sie anderen sagen können, wo es lang geht. Die machen andere ja mit ihren Reden und mit ihren Vorschlägen und mit ihren Maßnahmen und Bewertungen, die machen die ständig zum Objekt. Das heißt, dort, wo Menschen andere zum Objekt machen, ist es wie Gänseblümchen, auf denen rumgetrampelt wird. Weil das ist das Schlimmste, was ein Mensch überhaupt erleben kann, dass er nicht wie ein lebendiges Wesen behandelt wird, sondern wie ein Kühlschrank, dem man sagen kann, was er zu tun und zu lassen hat. Dann muss dieser Mensch nämlich seine Empfindsamkeit und seine Bedürfnisse, die muss der unterdrücken. Und das lernt man dann. Dann hält man es aus, wenn man es genug unterdrückt hat, dass man eigentlich so weit ist, dass man gar nicht mehr seine eigene Lebendigkeit spüren möchte. Dann passt man wunderbar in die Gesellschaft. Und Politiker, die das mögen, ich sage es mal so ganz vorsichtig, die das mögen, dass ihnen viele Menschen folgen, sind welche, die das möglicherweise schon vom Sandkasten an gemocht haben, dass welche hinter ihnen herrennen und dass es immer welche gibt, die sie mit geschickter und immer geschickteren Methoden über den Tisch ziehen können und für ihre Interessen benutzen können. Ja, die haben sich gut erziehen lassen. Ja, die sind in Bedingungen gebracht worden, wo sie selbst wie Objekte behandelt worden sind, so diese Bäumchen. Ja. Und dann haben die gelernt, wie man andere zu Bäumchen macht. Genau. Das Ja, sind das im ist ihre Prinzip. Erfolgsstrategie. Das Ja. heißt, die sind gewissermaßen der Spalierobstgärtner geworden. Ja, aber Sie Und sehen davon das. leben sie dann, weil ganz viel Spalierobst gibt ihnen auch ganz viel Erfolg. So, das ist ja furchtbar. Na, es ist absolut furchtbar. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen auf unsere Geschichte schaue, ist es ja so, dass man sagen könnte, alle Weltenlenker, und das sind ja die einzigen, über die in den Geschichtsbüchern in der Schule auch berichtet wird, könnte man jetzt vielleicht sagen, sind irgendwie psychisch krank, weil seit 1000 Jahren ist es immer so, dass die Mächtigen, also die Spalierobstzüchter, wie sie sie jetzt genannt haben, dass die ganz oben einfach ständig Kriege führen, und die Bevölkerung, sprich, die normalen Menschen, die in dem Land eigentlich friedlich leben wollen und sich entwickeln wollen, dass die keine Chance dazu haben, weil die sind mehr oder weniger immer in irgendwelchen Stellvertreterkriegen gefangen. Haben wir wirklich irgendetwas aus unserer Geschichte gelernt? Weil sie sagen eigentlich, wir sind lernfähig. Sind wir das wirklich? Ja, Sie sprechen hier etwas an, wo man nur eine Antwort findet auf diese Frage, wenn wir die Dimension etwas ausweiten, auch geschichtlich. Und die heißt dann, 90 mindestens, wahrscheinlich sogar mehr als 90% unseres Erdendaseins haben wir Menschen in Gemeinschaften verbracht, wo es solche Anführer nicht gab.
Das waren umherziehende Horden, Jäger und Sammler. Und in dieser Welt, das sieht man ja heute noch in diesen Gemeinschaften, wo noch ein paar übrig geblieben sind, übernimmt jeder die Führung, der das, was die Horde gerade macht, am besten kann. Geht es um Fallenstellen, ist der Fallensteller der Chef. Geht es ums Kräutersammeln, ist die Kräutersammlerin der Chef. Und das sind individualisierte Gemeinschaften und die sind extrem erfolgreich, weil die haben eine kollektive Kreativität. Co-Kreativität heißt das. Das heißt, jeder, der etwas findet, was die anderen gebrauchen können, gibt das zu erkennen und dann wird das in der ganzen Gemeinschaft übernommen. So ist Kultur entstanden. Ist keine Mangelgesellschaft, sondern es ist immer alles für alle Immer da. eine Gesellschaft, in der alles geteilt wird. Wenn einer was erfolgreich hinkriegt, machen das alle. Das geht schon beim Affen los. Das sind individualisierte Gemeinschaften. Wenn ein Affe in so einer Horde lernt, wie man Kartoffeln, die dreckig immer angeliefert werden, wäscht, dann dauert das 2 Wochen, dann wäscht die ganze Affenhorde da die Kartoffeln. Und das bleibt dann auch über Generationen hinweg. Das geben die weiter. Das ist eine Kulturleistung. Kartoffelwaschen ist eine Kulturleistung. Sprache ist eine Kulturleistung. Bücher schreiben ist eine Kultur. Und jetzt können wir in die Menschheitsgeschichte reingehen. Und es ist dann eben so erfolgreich am Anfang gewesen in diesen über 90% der Menschheitsgeschichte, dass die Menschen sich auch gut vermehrt haben und sie haben gelernt, ihre Nahrungsmittel auf eine andere Art und Weise zu beschaffen als durch Umherziehen und sammeln und zu jagen. Und das heißt Ackerbau und Viehzucht. Das war das Dann Problem. haben sie sich angesammelt und dann ist natürlich auf einmal in den Gemeinschaften denjenigen die Macht zugefallen. Ich will gar nicht behaupten, dass diese sich die angeeignet haben, aber zwangsläufig ist dann einer in einer bedeutsameren Stellung, der weiß, wie Weizen angebaut wird oder wie Ziegen gezüchtet werden, als einer, der weiß, wie man Kräuter sammelt oder Felle abzieht. Und dann haben einzelne Mitglieder dieser Gesellschaften die Führung übernommen, wahrscheinlich Männer. Begonnen die anderen zu dominieren. Die haben die, ja, die, aber die waren auch wichtiger. Denen ist sozusagen auch von den anderen das auch zugesprochen worden, dass die wichtiger waren. Dann wurden die von anderen überfallen, dann sind noch welche dazugekommen, die dann die Verteidigung gewährleistet haben und die Kriegsanführer waren. Und dann sind wir in diesen sogenannten hierarchischen Gesellschaften angekommen. Und die Bildung von Hierarchien ist eine Voraussetzung dafür, dass eine Gesellschaft überhaupt einigermaßen funktionieren kann, wenn die Leute noch in dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit hängen. Ja, sie brauchen, das ist auch in der Wirtschaft so, sie brauchen die Führungskraft dann nicht mehr, wenn die Mitarbeiter sich selbst führen können. Aber dazu müsste jede Führungskraft, sprich jeder Politiker, müsste all sein Bestreben darauf ausrichten, die Bürger und die Führungskraft müsste dann all sein Bestreben darauf ausrichten, die Mitarbeiter aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszubringen. Und das heißt, ich muss ihnen Möglichkeit geben, zu erfahren, wie schön das ist, wenn sie selbst was gestalten können, tätig sein können, dazugehören, sich einbringen, nett sein, gemeinsam überlegen, wie es weitergeht. Und dann haben sie plötzlich Mitarbeiter, die wissen, wie sie sich organisieren müssen, damit die Arbeit gemacht wird. Und dann hätten sie als Führungskraft endlich mal Zeit, auf den Berg hochzusteigen, um mal zu gucken, wie die ganze Landschaft aussieht. Und nicht mehr unten im Gewühle da umherzurennen, wie so ein Schafshirte oder Schweinehirte oder Eselstreiber mit Möhren und hinten der Peitsche und vorne die Incentives, dann könnten sie endlich mal Führungskraft sein. Diese Eselstreiber sind keine Führungskräfte. Also Leute, die anderen etwas versprechen oder es ihnen mit Strafen drohen, sind keine Führungskräfte. Das sind Dompteure, Abrichter, Eselstreiber. Aber die können das auch nur, wenn es genug Esel gibt. Ja, schöner Satz von Ihnen. Statt alles, was lebt, für unsere Zwecke zu nutzen, müssen wir uns mit diesem Lebendigen, auch mit unserer eigenen Lebendigkeit verbunden fühlen. Das ist das, was Sie mir eigentlich jetzt wirklich dargelegt haben. Es ist das, was ich Ihnen versucht habe darzulegen. Und da habe ich gemerkt, dass das nicht so ganz leicht ist, sich jetzt mit so entferntem Lebendigen zu verbinden. Das ist ja immer ein bisschen so abstrakt. Also die Tiere im Urwald oder auch der Wald vor der Tür ist alles weit weg. Es gibt aber etwas, was das Lebendigste ist, was wir kennen und was uns so nah ist wie nur irgendwas. Das ist unsere eigene Lebendigkeit. Und deshalb ist das möglicherweise die interessanteste Chance, die wir haben, dass wir uns endlich wieder mit unserer eigenen Lebendigkeit verbinden. Und das würde bedeuten, wer das macht, der muss dann fragen, hey, wo ist denn meine Lebendigkeit geblieben? Wo sind denn meine lebendigen Bedürfnisse geblieben?
Warum tanze ich nicht mehr? Warum singe ich nicht mehr? Warum spüre ich nicht mehr? Warum macht das keinen Spaß mehr mit dem Sex? Und wo ist meine Erotik und alles hin? Und dann kann es sein, dass Menschen sagen, das will ich nicht mehr. Hamsterrad habe ich lange genug gemacht, aus die Maus. Ich komme raus. Vielleicht zum Abschluss ein praktischer Tipp. Ich kenne so viele Menschen, die, wenn sie den Titel hören, wir informieren uns zu Tode, einfach daran denken, wie schlecht es ihnen immer geht, wenn sie sich wieder mal zu Tode informiert haben, wie klein sie sich fühlen und wie sehr sie mutlos werden. Wie könnten diese Menschen im Alltag, in ihrem Leben jetzt mit all diesen digitalen Tools, die man da um sich hat, die einen zudröhnen mit Informationen, wie könnten die eine Strategie entwickeln, das besser hinzukriegen? Es gibt ja welche, die müssen ständig Informationen verbreiten, fast zwanghaft. Ja, da, irgendwo hören sie was, dann muss das gleich über die sozialen Netzwerke da verbreitet werden. Die nenne ich mal die zwanghaften Informierer. Und dann muss man fragen, warum machst du denn das? Was ist denn der Grund? Und dann merkt man sehr schnell, das ist eine Bedürftigkeit. Hätten es gerne, dass andere sie dafür bewundern, was sie alles wissen und was sie schon wieder in Erfahrung gebracht haben. Also die sind auf der Suche nach Verbundenheit. Die wollen ihr erstes grundlegendes Bedürfnis nach Verbundenheit stillen. Und weil das im realen Leben nicht geht, machen sie es, indem sie ständig ihre Weisheiten von sich geben und anderen und glauben, für andere dafür zu bedeutsam zu sein, dass sie dann Achtung und Wertschätzung finden. Und dann haben sie das Gefühl, dann gehören sie doch dazu. Ist auch der Grund, weshalb sie dann in diesen Chatrooms und in diesen Austauschblasen stecken. Und dann gibt es die anderen, also die einen müssen ja die Informationen verbreiten. Also auch Leute, die in den Fernsehanstalten und in den Zeitungen ihre Informationen für andere vorbereiten und verbreiten, muss man auch fragen. Die müssten sich auch fragen, warum mache ich denn das? Was bringt mir denn das? Also, deshalb setze ich das ein. Das ist ja eine Lösung. Ich bin einer, der anderen sagt, was ich so alles weiß und was ich gehört habe. Das ist ja eine Lösung für irgendein Problem, das ich mal hatte. Und das ist schon interessant, mal sich so selber aufzuwickeln und mal zu gucken, wo das herkommt. Und dann gibt es die anderen, die so ständig diesen Drang haben, danach zu gucken, was es schon wieder Neues gibt und so. Die verbreiten keine Informationen, die sind wie Schwämme, die sind aber diejenigen, die gebraucht werden, damit die anderen funktionieren. Also ich kann ja nur Informationen verbreiten, wenn ich auch genug Leute auf der anderen Seite habe, die darauf warten, dass endlich was Neues kommt. Und wenn man fragt, warum machst du das, dann kommt dann raus, naja, die wollen, wenn sie sich dann mal irgendwie mit anderen unterhalten, nicht wie ein Blödmann dastehen. Dummerchen. Also, und dann merkt man, hallo, die wollen also auch dazugehören. Gibt es Radiosendungen, die heißen, man soll diese Sendung hören, damit man mitreden kann. Informationssendung. Also Und irgendwo da liegt. merkt man, das sind beides Bedürftige und deshalb heißt die Antwort auf Ihre Frage, gucken Sie nochmal, warum Sie das überhaupt machen und dann fragen Sie sich, ob Sie das weiter so machen wollen, ob Sie weiter als Bedürftige rumlaufen wollen. Ich hatte auch den Eindruck, dass in den letzten 2 Jahren, wo wir ja mit Lockdowns und unglaublich vielen Angstgebilden konfrontiert waren, auch diese Informationsflut sich enorm beschleunigt hat, diese Spirale, weil wir alle auf uns selbst zurückgeworfen sind. Durch diese extrem große Einsamkeit, wir wurden ja alle voneinander getrennt, war das eine der letzten Möglichkeiten, noch das Gefühl zu haben, in einer Gruppe zu sein. Ja, es gab nicht mehr die Möglichkeit, dem anderen so unmittelbar und persönlich zu begegnen. Und dann hat man auf diese Ersatztechniken zurückgegriffen. Und Genau. Und das hat manche sich haben dann auch gemerkt, wie einfach das ist. Das ist ja viel einfacher, mit WhatsApp sich irgendwie auszutauschen, als dass ich extra zu dem hinfahre, eine Tasse Kaffee trinke und darüber rede. So, und wie dann, das Ding mit dem Homeoffice. ja, und dann Wird wird auch das nicht eben so gemacht, abgeschafft. weil es so bequem ist und dabei wird immer selten zu Ende gedacht, was das dann langfristig für Folgen hat. Was heißt das eigentlich, wenn Menschen gar nicht mehr miteinander reden, nur noch über diese Dinge da kommunizieren? Und was heißt das, wenn die sich an der Arbeit, dem einzigen Ort, wo man einfach auch doch gemeinsam sehr viel Zeit verbringt, wenn die sich dann nicht mehr persönlich
austauschen können. Das geht doch nicht nur darum, dass dort eine bestimmte Arbeit gemacht wird. Es geht doch auch darum, dass man gemeinsam darüber nachdenkt, warum man das macht, wie man das noch besser machen könnte, wie man in Zukunft noch alles anders gestalten könnte. Das sind doch alles Dinge, die finden eben über diese digitalen Geräte nicht statt. Die digitalen Geräte neigen dazu, uns als Menschen dazu zu bringen, dass wir, ja, sie sind sehr funktional. Pragmatische Geräte kann man nutzen, wenn es um pragmatische Dinge geht. Irgendwie, wenn wir uns verabreden wollen oder sowas, ist ja okay. Aber dort, wo es wirklich menschlich wird, wo es subtil wird, wo es empfindsam wird, wo es einander berührt, wo es auch dazu führt, dass man einem anderen Menschen tatsächlich begegnet, vergessen Sie diese digitalen Geräte, die gehen dafür nicht. Ich muss raus. Wir haben uns wunderbar unterhalten. Ich bin sehr froh, dass wir das miteinander machen konnten. Und das ist, glaube Ich ich, ein auch. intensives Gespräch geworden. Vielen Dank. Danke ebenso.